Hut. Was? Schauen Sie nicht Game of Thrones oder nein, was? Nein, was bist du? Lüpfe Zeit. Dann machen Sie einfach die Tür auf. So, passt. Gut. Schauen wir, ob alles da ist. Flagge hängt, alles dran, passt. Gut. So, wo ist er denn? Ah, da ist er. Ja, grüße Sie, grüße Sie. Entschuldigung, Herr van der Bell, haben Sie kurz Zeit für eine Frage? Na, habe ich schon, aber haben Sie Zeit für meine Antwort, ne? Was ist Zeit? Ne? Wissen Sie nicht, oder? Oh, na, haben wir uns ein bisschen verplaudert. Sind wir per Du erst eigentlich? Hinter der Tapete sind wir per Du. Herr Fühlmanns, bitte die zwei Präsidenten, danke. Gut, ich habe es jetzt fast selbst auch schon geglaubt, aufgrund der medialen Hysterisierung, dass das Amt des Bundespräsidenten wirklich spannend ist. Stimmt überhaupt nicht, das ist wahnsinnig fad. Ich bin voller Energie und Elan bin ich hineingegangen in das Amt vor 12 Jahren und mit jedem Tag ist die Energie weniger geworden. Jetzt am Ende kommt es zurück. Ich bin gespannt, wie es der Vater Bellen anlegen wird, weil der geht schon mit der Energie von der Tapetentür da hinein. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Naja, wie werde ich es anlegen, nicht? Was kann man anlegen? Geld in einem Aktienfonds? Ein Boot an einer Anlegestelle? Nicht? Karten beim Römi? Dominosteine? Sehr gut. Tschüss, bitte, Herr Krämer, machen Sie Fotos und keine Kunst. Ja, ich kann nicht anders. Gut, also bitte macht ein Foto vom Scheckkind und mehr kriegt es nicht. Also schmusen tun wir nicht jetzt. Nicht das. Ja, wieso eigentlich? Ich muss ja nicht mit einem Aschenbecher. Ne? Sagen Sie, apropos, wo ist denn das Raucherkammerl? Das Raucherkammerl ist da. Müssen wir die Tür fest zumachen, sonst geht der Rauchmelder. Halb Österreich steht hinter mir. Ehren, es steht hinter mir in blauen Lettern geschrieben, Ehren. Und der ORF schreibt in weißen Lettern unter meinen Namen Ehemaliger. Nicht? Das weiß man, was das bedeutet in der links-linken Schickerie. Und obwohl wir uns so bemühen um offene Türen, während hinter geschlossenen Toren verhandelt wird in der Präsidentschaftskanzlei, nicht unter den links-linken. Nicht? Wir sind für offene Türen. Für offene Türen, grüße Gott, für offene Türen trete ich hier ein. Was, offene Tür, stellen Sie nochmal da um, Sie sind der Rechte, da ja. Was Sie eine offene Tür wollen, der Ausgang ist immer offen für Sie, schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Das werde ich mir merken, mit mir wird zu rechnen sein. So, jetzt schauen wir, was der Van der Bellen macht, schauen wir mal rein. Na, servus, der Bofitz. Schnell zu, sonst geht der Rauchmelder. Maschek! So, meine sehr verehrten Damen und Herren!